Ich vermute mal, dass ich eine ganz dünne Ahnung habe von dem, was der Tiger hier hinbasteln will. Ich gehe davon aus, dass er hier Solar- und Windenergie aufstellen will. Vielleicht können wir sogar ein bisschen was mit Wasserkraft machen. Mal schauen. Entschuldigung. Ach Gott, die armen Katzen. Da wird's wieder kritisch da hinten. Na, dann springen wir mal lieber gleich nach oben. Weißt du was? Und sich das hier ständig, wenn sich das hier sowieso immer verändert, dann hacken wir doch jetzt erstmal die Bäume hier weg. Und auf eins kannst du sicher sein, den hier, den lasse ich stehen. Den baue ich so nicht ab. Das ist mir entschieden zu viel gebastelt. Das müssen wir echt zu zweit oder zu dritt machen. So, kriege ich den ganzen Kladderadatsch da irgendwie noch unter? So, jetzt bringe ich erstmal Zeug weg. Hup. Zack, zack. Was kann man so machen? Den tun wir dahin. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen aufräumen. Alter, was ist denn los? So, jetzt aber. Rubberwood. Ungern. Na komm, legen wir es mal dahin. Kohle. Dann haben wir noch ein paar Spinnenklüsen und diverse Setzlinge. Wupp, wupp. Dann haben wir noch ein Apple dahin. So, dann wollen wir den ganzen Mist hier mal nach unten holen. Das sind Baumsetzlinge. Dann haben wir hier die ganzen Samen, Gemüse, Pilze. Haben wir hier noch was? Erde. Cobblestones. Also davon haben wir ja nun wirklich mehr als genug. Monster Drops hätten wir ja hier gehabt, ne? So. Railcraft Coal Coke. Schmeißen wir wieder zurück zu den Railcraft Items, weil es nicht wirklich was gebracht hat. Haben wir denn hier noch was?
Wobei die beiden Stacks, die nehme ich mal wieder mit zurück. Den lasse ich hier. Ein Stück Kohle lassen wir da drin. Hier ist noch so ein komisches Gründingen. So. Zurück zur Mine. Tropenholz war hier. Kupfer war hier. Ember hatten wir nur als Ore, also packen wir den Rest dahin. Wip, wip, wip. Gravel packen wir da wieder hin. Die Schienen legen wir jetzt auch zurück, weil es hat ja keinen Wert, wenn wir das so machen. So, jetzt sieht das Inventar wieder gut aus, jetzt sieht die Canvas Bag wieder gut aus, weiter im Text. So, mal gucken, dass wir hier oben den Bereich wegnehmen, da wo wir später sonst nicht mehr ranreichen werden. So. Perception the Remix. So, kaputt ist er. Natürlich wird es in der Zwischenzeit wieder dunkel, was uns dazu zwingt, ins Bett zu gehen, bevor es wieder anfängt zu regnen. Gut's Nächtle. So, und weiter im Text. So, jetzt machen wir das Inventar mal richtig frei. Das letzte bisschen Fleisch gebratener Broiler. Das letzte bisschen Fleisch, und wenn das leer ist, dann vertilgen wir Brat. Oder eben anderes nahrhaftes Material. Können wir mal gucken, wie es aussieht, dann, wenn man Kürbiskuchen oder sowas macht. Mal schauen. So, das müssten wir ja eigentlich so runterkriegen hier. Ja, doch. Prinzipiell geht das alles so seinen Gang. Was ich halt, wie gesagt, so schnell nicht abbauen werde, ist dieser Baum. Das müssen wir dann entweder zu zweit machen oder in einer separaten Session, wo es dann nur heißt, let's zerhack so Gummibaum. So, dann überlege ich mir noch, wie sieht's denn aus? Sollen wir wirklich Facebook noch weiterfahren? Oder sollen wir es lassen? Weil eigentlich haben wir ja Twitter, wo unsere tagesaktuellen News gepostet werden. Ja, und da kommt ja mindestens einmal am Tag ein Post, sofern denn YouTube in der Lage ist, beziehungsweise Google,
seine eigenen APIs im Zaum zu halten, dass das funktioniert, weil das funktioniert bei den Herrschaften offensichtlich auch nicht immer. Also ich habe da auch schon einige Probleme wieder festgestellt, dass das wieder nicht funktioniert. Und momentan müssen wir dann auch da wieder manuell posten. Was ja kein Ding ist, dann hauen wir es halt manuell raus. Das Problem ist, wenn unser Eins natürlich mal an der Arbeit ist oder so, dann wird es schwierig mit dem Raushauen. Aber na gut. Lustigerweise funktioniert aber auf YouTube problemlos das automatische Teilen auf Google+. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Also man dürfte an meinen Kommentaren eigentlich schon mitkriegen oder an meiner Moderation und an meinen Sätzen über diese Google-Geschichte, dass mir das ganz böse gegen den Strich geht. Sagen wir erstmal die Monsterflächen aus hier, weil ich sehe ja nur noch rot. Da sehe ich rot! Fupp, fupp, fupp. Wunderschön. Das nennt man Terraforming bei Funky und Groovy Musik. Groovy und Funky. Ja, genau. Dreh nochmal am Sender rum. Ach, herrlich. Muriel aus dem Hause Nightbeat. Jetzt meint's die Playlist wieder gut mit uns. Eins, zwei, drei, vier. Ist es nicht herrlich? Was ein Sound. Das muss man dem mal nachmachen, dem Kollegen. Also, der malt schon Klangbilder. Das macht er wirklich gut. Ich bin ihm verfallen. Also, musikalisch. Ist genauso wie Papa Fio Music. Den guten Mann musst du dir auch mal anhören. Das ist ja heftigst, was der für Musik bastelt. Also höre ich ganz gern. Hat mich jetzt auch vor kurzem zu seinen Kreisen von Google+ hinzugefügt. Na, wer hätte das gedacht? Das soziale Netzwerk. Klar, ist am schnellsten wachsende Netzwerk. Natürlich, wenn ich meine User dazu zwinge, dieses Netzwerk zu verwenden und ihnen ansonsten die Nutzung anderer Dienste verweigere. Logisch, dass das Netzwerk schnell wächst. Die Frage ist, wie viele Account-Leichen sind dabei? Mindestens eine, das ist mein Account. Also auf der Google+-Seite wird nichts passieren. Gar nichts. Nicht mal im Ansatz wird da was passieren. Also ich werde da ganz sicher nichts reinschreiben. Was ich reingeschrieben habe, ist, dass ich dann... Als ich es reingeschrieben habe, habe ich geschrieben, dass ich damit begonnen habe, Google zu hassen. Ich weiß, ist vielleicht schwerer Tobak und ist für manch einen nicht zu verstehen, aber doch. Nichts gegen Google. Ja? Suchmaschine und so, das war ja der ursprüngliche Sinn von Google. Suchmaschine völlig in Ordnung, völlig okay, aber alles andere... Nee. Ja, also YouTube war seinerzeit YouTube, dann war YouTube irgendwann Google, damit konnte ich dann auch noch leben, das war alles okay und ja, man lebt halt damit, dass das so ist.
Ja, aber dann war YouTube irgendwann Google Plus und so verschmelzen die ganzen Produkte von Google mit Google. Und das ist das Problem an der Geschichte.